Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Food Haul. Wir waren beim Edeka und beim Lidl und wieder im Bioladen. Und die Sachen werde ich euch jetzt einfach mal zeigen und euch viel Spaß wünsche ich. Ich fange heute mal im Edeka an, weil da haben wir nicht so viel. Also wir haben so eine ganze Packung Trillinge mitgenommen, für ein Gericht. Ich sage euch auch später noch unseren Essensplan für die nächsten Tage. Dann wollte die Anja eine Cola Zero, so eine kleine. Und dann haben wir nur noch drei Karotten beim Edeka geholt. Und ich wollte noch ein Karamell, das habe ich noch gesehen in der Kühlung. Das habe ich mir auch noch mitgenommen. Das habe ich schon ein bisschen getrunken gerade. Ja, und den Haupteinkauf haben wir wieder beim Lidl gemacht. Da haben wir Mozzarella Minis gefunden, diese ganz kleinen hier. Finde ich voll niedlich. Dann geht es weiter mit Lidl. Einen Bund von Frühlingszwiebeln. Dann haben wir zweimal eine Sprite mitgenommen. Außerdem haben wir drei so kleine Süßkartoffeln für ein Gericht mitgenommen. Einen High-Protein-Haselnuss-Pudding wieder von Milbona. Eine Schale Himbeeren durfte auch wieder mit. Und dann habe ich mal diese losen Tomaten einfach so zum Snacken mitgenommen. Außerdem brauchten wir auch Spitzpaprika für ein Gericht. Und weil ich mir Orangensaft machen möchte, habe ich mir drei Orangen geholt. Wir haben eine noch zu Hause, da wird ein schönes, vielleicht auch anderthalb Gläser draus. Mal schauen. Dann brauchten wir Brokkoli. Und wir haben einen Kamillen- und einen Pfefferminztee mitgenommen. Dann wollte die Anni wieder Nüsse fürs Frühstücken in Naturjoghurt. Macht sie gerne Erdbeeren oder andere Früchte und noch ein paar Nüsse mit klein und dann in den Joghurt mit rein. Und was habe ich gesehen? Kennt ihr Knusperflocken, ihr Lieben, von Senti? So ein Ossi-Produkt, sag ich mal. Und die hatten das jetzt in weißer Schokolade. Habe ich noch nie probiert. Ich hatte nur mit normaler Milchschokolade und mit Zartbitterschokolade. Gibt es auch jetzt noch. Aber in weißer Schokolade kenne ich auch noch nicht. Deswegen habe ich mal eine Packung mitgenommen. Die Anni räumt hier schon ein bisschen weg wieder. Wenn es ein bisschen laut sein sollte, dann ist das, weil die Anni schon wegräumt. So, dann machen wir weiter mit Lidl. Zwei Schalen Erdbeeren haben wir mitgenommen. Wir haben auch ein paar Produkte wieder fürs Food Wanderpaket, also von meinem, was ich übernommen habe vom lieben Phil. Haben wir auch fünf Produkte mitgenommen, die ich wieder zurücklege und dann das Wanderpaket jetzt bald die nächsten Tage hoffentlich weiterschicken kann, endlich wieder. Jetzt dann weiter mit meinem Paket. Aber die Sachen zeige ich euch natürlich nicht. Da könnt ihr dann die einzelnen Videos anschauen von den jeweiligen, die dran teilnehmen. Oh ja, sonst bleibt es, also so bleibt es halt spannend, ne? So, dann habe ich noch Smoothies mitgenommen, zweimal mit Ananas, Banane, Kokos, Mango und Zitrone. Da ist ja neuerdings Pfand drauf auf diese Flaschen. Dann hat die Annie sich Corny Free, also in der Free-Variante ohne Zucker, Schoko mitgenommen. Eine einzelne rote Paprika haben wir noch mitgenommen zum Kochen. Dann wollte ich nochmal diesen Bergader Käse. Einmal Almzeit und einmal den Bavaria Blue. Die zwei hier. Einfach so snack ich die. Dann mussten wir so einen großen Packen von dem Alaska Seelachsfilet kaufen. Weil ja, es gab keinen kleineren von diesem Fisch. Kleinere Packung. Ach, hier hat sich noch ein Haselnusspudding versteckt. Also zweimal Haselnusspudding haben wir mitgenommen. Dann für ein Gericht haben wir eine, ja,
ein Glas Kapern mitgenommen. Und diesen Milbona Fruchtjoghurt, den gab es umsonst in der Lidl-App. Da gucken wir immer, was es umsonst gibt oder ob es Prozente gibt. Ja, wenn ihr die Lidl, also wenn ihr öfter zum Lidl geht, da rentiert sich, kann ich euch echt die Lidl-App empfehlen. Da haben wir diesen fettarmen Fruchtjoghurt mit Pfirsich und Maracuja habe ich gewählt. Ja, und zu guter Letzt beim Lidl haben wir tatsächlich auch nur noch von Milbona diesen High-Protein-Grießpudding wieder mitgenommen. In der Zimt-Variante, den habe ich euch jetzt auch schon so oft in die Kamera gehalten, weil der einfach richtig lecker ist, den kann ich euch empfehlen. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Laden und das ist ja der Bioladen, habe ich euch ja kurz gesagt. Da haben wir eine Zitrone, die ist ja unbehandelt im Bioladen mitgenommen. Da brauchen wir nämlich den Abrieb von der Zitrone. Da haben wir die damit geholt. Und dann haben wir so ein Fleisch mitgenommen, ein Chiemgauer Naturfleisch, ein Hähnchenbrust, Hähnchenbrustfilet. Und ich habe mir ein paar Scheiben nur, weil ich die jetzt gleich verzehren werde, einfach so ohne Brot, von so einem Rindersaftschinken hier mitgenommen. Und wir haben auch ein Rindfleisch mitgenommen, so ein Rinderfilet. Da haben wir uns schon, ich glaube, 3 oder 4 Scheiben rausschneiden lassen. Für ein Gericht eben. Dann haben wir wieder Hackfleisch gebraucht. Da nehmen wir auch immer Rindshackfleisch, weil es halt einfach ja, gesünder ist, beziehungsweise eben weniger Fett hat. Ja, und zu guter Letzt haben wir auch noch nur so magere Schinkenwürfel hier mitgenommen. Ja. So, und nun sag euch unseren Wochenplan, unseren Essensplan. Ich muss hier nur mal kurz den freiräumen, ein paar Sachen wieder zurückräumen, die wir gleich dann in den Kühlschrank tun. Da habe ich mein Büchle und... Ja, also es wird geben einmal gebratene Hähnchenbrust mit Süßkartoffelecken. So, jetzt habe ich den Zettel hier. Also es wird geben ein Filet im Kräutermandel mit Karotten und Drillingen, deswegen auch die Kartoffeln, die wir gekauft haben. Das muss ich doch immer in meinem Heftel hier nachschauen. Es wird einmal ein Lachs Bordelaise geben mit Kartoffelpfanne. Außerdem wird es eine Fischpfanne mit Kokosmilch geben, eine One-Pot-Pasta mit Spitzkohl. Okay, wir haben Spitzkohl vergessen, haben wir gar nicht aufgeschrieben, glaube ich, weil wir gedacht haben, wir haben vielleicht noch eins eingefroren, haben wir aber nicht. Und dann müssen wir jetzt mal, müssen wir jetzt die Tage einfach noch einen Spitzkohl holen, ist jetzt kein Ding. Ja, genau, also eine One-Pot-Pasta mit Spitzkohl wird es dann auch noch geben. Dann haben wir erstmal für die nächsten Tage wieder ausgesorgt fürs Abendessen. Unsere Hauptmahlzeit, der ist ja mal das Abendessen. Ja, ihr Lieben, dann kann ich mich auch schon von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank, ihr Lieben, und wir sehen uns dann hoffentlich auch schon ganz bald wieder. Tschüss!